Seit 2011 biete ich Seminare, Geistesschulung im Urlaub an. Und es hat sich sehr bewährt. Ich habe angefangen mit Italien und hier in der Toskana und bringe das Ganze jetzt schon eine Weile lang, die Kombination von der Geistesschulung, ein Kurs in Wundern und in Verbindung mit dem Familienstellen. Da kommen dann so 10, 20 Menschen zusammen. In Gruppen trifft man sich hier in einer Gruppe und schaut nach den inneren Gegebenheiten. Die Stammbaumarbeit spielt eine Rolle natürlich, wie beim Familienstellen. Und die Geistesschulung, ein Kurs in Wundern, wird da integriert. Das ist so der Grundgedanke mal, die Grundstruktur. Wir arbeiten am Tag immer vormittags von 9 ungefähr bis 13 Uhr und dann gibt es Mittagessen, am Nachmittag frei, Ausflüge hier in der Toskana, in Saturnia gehen wir in die Therme, in die Thermalquelle oder mal eine Fahrt ans Meer, schauen uns alte Städte an, wie jeder will. Es gibt auch ein großes Ruhebedürfnis dann, das muss man sehen. Es kommen innere Prozesse in Gang, die eigene Geschichte wird angeschaut, so. Das ist alles sehr, ja, intensiv. Es kostet Kraft, es kostet Energie und man will ja auch was tun und braucht auch diesen Ruhepol mal. Nicht zu viel Programm, das ist eigentlich der Punkt so. Und abends nochmal eine Sitzung, es gibt 3 volle Mahlzeiten eben, volles Programm vom Essen her, gute Versorgung, leichte vegetarische Küche, auch vegan ist möglich und dann sind wir da schon mal versorgt, das ist alles abgedeckt. Und am Abend nochmal eine Abendsitzung, 60 bis 90 Minuten, dass ich nochmal verschiedene Themen aufgreife, eine Aufstellung und gucke, was steht noch an. Kursstellen natürlich werden angesprochen. Wir gucken uns die Inhalte von einem Kurs in Wundern an, was natürlich immer der Schwerpunkt ist, ist ganz klar. Ja, es ist eine schöne Landschaft hier. Ich finde, man muss es sich angenehm einrichten, um die unangenehmen Dinge des Lebens gut verarbeiten zu können und gut anschauen zu können. Wir müssen es uns nicht unnötig schwer machen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Seminare kommen gut an, das muss ich immer wieder sagen. Man zehrt lange davon, es kommen viele Prozesse in Gang. Ich begleite auch über das Seminar hinaus die Menschen, das ist ganz klar. Aber jeder geht auch selbstständig seinen Weg weiter und schaut, wie sich das Leben gut gestalten lässt. Ein Kurs in Wundern ist für mich doch der Kern von Geistesschulung geworden. Es gibt verschiedenste Systeme und man muss das für sich finden, was passt. Und ein Kurs in Wundern ist sicherlich nicht für alle geeignet. Aber für mich persönlich ist es wie eine Offenbarung. Es haben sich da alle Fragen gut beantworten lassen. Und vor allem geht es jetzt um die Praxis, um die praktische Umsetzung dieser Geistesschulung, dass wir den Weg im Alltag, im normalen Leben gut gehen können und dort zu heilsamen Prozessen finden. Dass wir nicht stecken bleiben in Blockaden, in Emotionen, in Groll, in Ärger, in Trauer und Schmerz, sondern dass die Dinge bearbeitet werden. Das ist für mich wichtig, dass wir Werkzeuge haben für das eigene Leben, die wir hier lernen, einüben und dann mitnehmen. Und auch wissen, wie der Kurs eben angewendet werden kann. Auch wie man ihn durchläuft mit den 365 Lektionen. Ist für viele auch nicht so einfach, ja. Und das wird hier eben alles angeschaut, beantwortet und dargestellt. Das ist so für mich ein ganz wichtiges Anliegen dabei. Also ich freue mich immer, wenn der Kurs gelesen wird. Wenn die Einzelnen das Buch wieder aus dem Regal, aus der Schublade nehmen, wo es ja meistens doch etwas liegt und verstaubt, so über Jahre, weil die Sprache nicht ganz einfach ist. Das ist ganz klar, das weiß ich ja. Und meine Aufgabe sehe ich auch darin, den Kurs zu vermitteln, zu übersetzen in eine Sprache, die gut verständlich ist, in Bilder, in Metaphern und dann auch zu interpretieren, ihn aufzuzeigen, zu erläutern, zu erklären, zu interpretieren anhand vieler Beispiele. Von daher, das mache ich seit 2008 jetzt, seit über 10 Jahren, habe über 80 Stunden schon referiert. Und die gibt es ja auch auf CD, MP3-CDs mit zum Teil über 20, 25 Stunden auf einer CD.
Also schon intensive Vorträge, die das Ganze deutlich machen, was gemeint ist im Kurs in Wundern, worum es eigentlich geht. Ja, nach einer Woche Geistesschulung im Urlaub sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus. Man nimmt viel mit, die Impulse wirken nach. Das hat meistens dann noch mal eine Zeit von einem Jahr, dass man davon zehrt. Und es wird auch gerne mal wiederholt. Man kommt mal wieder nach ein paar Jahren, frischt das Ganze auf und genießt noch einmal so die Intensität, ja, dieser Prozesse. Und geht in die Geistesschulung noch mal sehr bewusst innerhalb einer Gruppe jetzt rein. Man sieht, die Toskana ist ein netter Ort. Da kann man wirklich nicht klagen. Im Gegenteil, ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Die Landschaft spricht für sich. Und ja, es hat so was fast Zeitloses, möchte man manchmal meinen. So etwas sehr Stilles, Ruhiges, Zentriertes. Und das tut schon gut. Einfach mal weg von den vielen lärmigen Impulsen der Welt in die Ruhe der Natur. Und ja, eine gute Erdung kann nie schaden. Das ist mit Sicherheit so. Wo es ganz still und schlicht und einfach zugeht. Geistesschulung, ein Kurs in Wundern in Kombination mit dem Familienstellen, hat sich sehr bewährt, ist so ein bisschen mein Markenzeichen geworden, was ich ja auch in Fortbildung weitergebe und was doch sehr tief geht und berührt. Ich möchte einfach den Kern erreichen, der uns ausmacht und wo wir ja in die Mitte, in die Tiefe kommen und wirklich im Innersten Frieden finden können. Am besten noch mit dem Quietscheentchen. Das wäre ja da hinten. Das ist nicht schlimm. Der Punkt ist die Bedeutung, die ich den Dingen gebe. Also wir glauben jetzt hier, wir zwei Hübschen und wir alle Hübschen hier, wir sitzen hier und schauen uns an. Das macht nichts. Wichtig ist, was im Geist passiert. Da wollen wir drauf schauen.
Greife ich dich gerade an? Greifst du mich gerade an? Haben wir hier gerade Anstimmung? Ist Inquisition angesagt? Was läuft hier ab? Das sind die Punkte. Uns interessiert der Geist. Da wollen wir hin. Okay. Dass wir da Vergebung, Frieden wählen. Und ich weiß, dass ich den Frieden haben könnte in mir, ohne dass es von eurem Verhalten abhängig ist. Ob ihr mich jetzt hier lieb habt und knuddeln wollt oder ob ihr sagt, der Reinhard ist der letzte Depp. Ja? Also es ist völlig egal. Ich könnte Frieden haben. Und da will ich hin. Da will ich hin. Mhm. Und so wie ich euch erlebe, ist das auch wieder meine Projektion. Wie ich auf euch reagiere, Stichwort allergische Reaktion. Das sind meine Projektionen. Da sehe ich wieder mich. Meine eigene Vergangenheit sehe ich, wenn ich euch sehe. Vor allem, wie ich euch sehe. Da sehe ich mich. Alles klar, Schnuffi? Gut. Okay. Bei den Familienaufstellungen während dieser Woche Geistesschulung kommen die Teilnehmer natürlich auch öfters dran. Wenn verschiedene Anliegen so in Schichten, kommt das auf, ja, kommt es hoch und man erinnert sich, man bringt den Stammbaum mit, lege ich immer großen Wert drauf, dass die Fakten auf dem Tisch liegen und dass man ungefähr weiß, was so los ist, bis zur Großelternebene. Und dann gucken wir da im Einzelnen und stellen die Themen auf. Die Stellvertreter bieten sich ja an durch die Gruppe her, von der Gruppe her. Und so wird das Ganze zu einer lebendigen Erfahrung, dass Verstrickung und Lösung, diese beiden Elemente, bewusst auch erlebt werden. Ich liebe das Familienstellen. Ich bleibe nach wie vor dabei. Es hat sich kreativ sehr schön erweitert durch die Geistesschulung, ein Kurs in Wundern. Und auch diese Elemente können integriert werden. Das ist für mich das Spannende. Ich kann das Ego aufstellen, ich kann den Entscheider und Beobachter aufstellen, ja, das Selbst. Nicht? Den Christus, das Selbst, das Höchste, den Engel. Wir sind sehr kreativ. Wir müssen ja diese Abstraktion im Geist ja runter transformieren in eine Sprache und Form, die wir verstehen können. Sonst nützt uns das alles nichts. Nur abstrakt zu reden bringt keinem was. Es muss irgendwo erlebbar werden, in einen Vollzug kommen. Und in diesem Vollzug kommt es durch das Familienstellen, durch die Aufstellungsarbeit als solche. Und das ist für mich ein Geschenk. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren, seit 1996, bin ich beim Familienstellen und bleibe dabei. Es ist das, was ich gelernt habe, was mir sehr liegt und mich vom Herzen her sehr anspricht, weil eben das gefühlte Vollziehen dieser Prozesse, ja, das ist das Wertvolle daran, dass es wirklich erlebt wird. Und das geht dann tief rein und das verändert uns. Wir wollen uns berühren lassen, ja, von diesen tiefen geistigen Prozessen. Und die bringen wirklich einen Wandel. Und dann leben wir unser Leben anders. Ja? Dann können wir anders mit anderen Menschen umgehen, mit uns selbst vor allem natürlich auch. Ja? Dass wir aufhören, uns selbst und andere anzugreifen. Sondern dass wir über die Vergebung die Dinge etwas gelassener sehen und nicht so persönlich nehmen, so schrecklich persönlich jeden Tag, ja? Sondern mehr Frieden erleben. Also Aufstellungsarbeit, ja, wird am Vormittag als Block immer eingebaut und ist die ganze Zeit über steht das Mittel zur Verfügung. Die Teilnehmer entscheiden natürlich selbst, ja, ob sie aufstellen wollen. Ich dränge da niemanden. Es sind alles Angebote. Es muss ja immer von den Menschen selbst kommen, was sie anschauen wollen. Und wenn das gut läuft, so, dann ist auch die Motivation groß, eben wirklich hinzuschauen und dieses Instrumentarium zu nutzen. Und da stehe ich gern zur Verfügung. Das ist nach wie vor mein Herzensanliegen auch, dass das gut umgesetzt wird.
die Welt auf. Deutlich, ne? Sag Jesus, das kannst du ja wohl nicht bringen. Ich bin gerade hierher gekommen, ich habe hier was vor, ich kann die Welt nicht aufgeben. Was meint er damit? Häng dich nicht dran, häng dein Herz nicht dran. Leb hier normal, tu normale Dinge, nutze das Klassenzimmer, aber gib ihm nicht diese irre Bedeutung, dass es dich glücklich und friedvoll stimmen könnte. Das kann es nicht. Gib die Welt auf. Aber nicht als Opfer. Jetzt kommt nämlich die Opfertheologie. Wir glauben, dass wir was Wertvolles opfern müssen, um in den Himmel zu kommen. Wir opfern nur Illusionen. Und das ist eigentlich streng genommen kein Opfer, weil es wertloses Zeug ist, was wir loslassen. Die Spielzeuge, die wir ihm übergeben und sagen, Jesus, das Spielzeug brauche ich nicht mehr, das brauche ich auch nicht mehr. Es ist nicht mehr der Punkt. Ja? Ich klebe da nicht mehr dran. Und das ist der Beginn der Heilung, der Freiheit. Du hast sie nie gewollt. Gibt es ein Glück, das du hier suchtest, das dir nicht Schmerz gebracht hat? Das wollen wir nicht sehen, dass die Lustmedaille eine dunkle Seite hat, den Schmerz. Das will keiner wirklich sehen. Lust bedingt Schmerz. Lust im Sinne der Lüsternheit, der Gier. Und alle Lust will Ewigkeit. Nietzsche, nicht? Ja, aber so wird das nicht laufen. Das könnt ihr vergessen. Diese Lust hat einen Schatten. Und der Schatten hat es in sich. Das ist der Schmerz. Das ist der Kater. Das ist das Schnäpsel. Und dann müssen wir einen Preis zahlen. Und wir wissen das. Es kostet was. Da wird nicht hingeschaut. War da ein Augenblick der Zufriedenheit, den du dir nicht erkauft hast mit des Leidens Münze zu einem fürchterlichen Preis? Und wenn ihr das mal spürt, wenn ihr das erlebt, wenn ihr wisst, wie sich das anfühlt, dann könnte es Klick machen. Dann kommen neue Verschaltungen zustande in eurem Geist, dass ihr merkt, es rechnet sich nicht. Es rechnet sich nicht. Diese Welt ist völlig indiskutabel. Als Klassenzimmer gut zu nutzen, aber ansonsten rechnet sie sich nicht. Ich will hier was lernen. Ich will hier erkennen, dass ich in Wahrheit ein anderer bin und mit dem ganzen Unsinn nichts zu tun habe.